Hallo zusammen und willkommen zu Spiel Nummer 6 zwischen unserem roten Terraner von X-Team, es ist der Bian, gegen den blauen Protoss von China Greenlinks, es ist SOS. Ja, IEM Taipei Finale, Matchball ein weiteres Mal für SOS hier. Deswegen kann es dieses Mal klar machen oder nicht. Bian, im letzten Spiel solide Verteidigung, solides Harassment und damit hat es diese Map für sich entschieden. Larry Lake Crest und jetzt geht's hier weiter auf Central Protocol. Bian hier wieder Barracks Gas, kein CC First hier. Ist auf dieser Karte auch nicht ganz so einfach mit CC First. Central Protocol ist eigentlich dafür bekannt, dass man eher Cheesy spielt, nicht unbedingt eine Makrokarte. Sieht man nur sehr selten. SOS hier stattdessen mit schnellem Doppelgas. Keine Echse hier. Eine Probe hier ist am Scouten, die baut nichts, die baut auch keine Proxy Base. Ja, es kommt der Cyberkombo dazu. Gas wird direkt besetzt. 2-2 hier, also noch nicht so schlimm. Aber es kommt hier tatsächlich Doppel-Gateway. War nicht der Core, war zerstört das zuerst noch das Gateway. Währenddessen bei Bian kommt der Reaktor, kommt ein Reaper. Bei ihm wieder die Frage. Bisher, ja, er hat den Reaktor bisher immer sehr bevorzugt und weiteres Mal gibt es hier den Reaktor. Und SV geht hier scouten. Weiteres SV will hier ein CC bauen. Probe kommt allerdings in die Nähe. Die Probe könnte wieder ein SCV am Bauen stören. Sofern SOS da wieder direkt drauf hält. Der hat hier schon einen weiteren Sneaky Pylon gesetzt, abseits von seiner Basis, wo man einfach Tech hinstellen kann. Oder eben auch Drops finden. Dafür ist der Pylon definitiv gut. Hier, man sieht die Barracks mit dem Reaktor. Dementsprechend die Probe fährt sofort zum SCV. Lässt einmal kurz auf das CC und jetzt hier geht es an das SCV. Mal sehen, wie viel Schaden das nehmen wird. Das, er hat bereits... Wird bereits hin und her gemicrot beim Bauen, damit das hier keinen schlechten Weg nimmt, damit die Probe hier weitere Shots absetzen kann. Aber hat nicht so viel verloren, Probe dreht hier ab, setzt einen Pylon. Also SS möchte hier wieder kein langes spielen, hat hier Doppelstalker am Start. Wobgate wird hier gekrone boostet. Wir werden hier höchstwahrscheinlich wieder ein kurzes Spiel sehen. SS wird wieder aggressiv. Bian hier ist am Scouten mit seinem SCV, wird also den Protoss sehen, wird sehen, dass der Protoss vor allem noch One Base ist. Da ist nicht noch keine Natural stehend. Da laufen die ersten, das heißt, stalke hier gerade dem SV entgegen. Das ist wie, er kommt nicht weit genug, noch groß das zu scouten, aber SS weiß zumindest, wo der Protoss gespawnt sein müsste. Robotics Facility kommt hier an den Pylon, genauso wie ein weiteres Gateway. Und hier wird Bunker gebaut, Münzen sind ein paar da. Trotzdem, die Position hier auf dieser Karte ist richtig gefährlich. Man hat einfach so viel Mobilität als Protoss mit dem Warpress, man kann so leicht beide Basen hier besetzen. Und Terraner muss sich immer irgendwie durch diese Brücke durchzwängen. Mal sehen, es wird vermutlich ein Warpress sehr früh geben. Man hat dafür die Warp ins effektive Bunker steht, damit die Stock kommen zumindest schon nicht hoch. Bian hat seine zwei Basen am Start, hat eine erste Widowmine, er geht wieder Richtung Widowmine Drop, hat wieder den Starport gerade im Bau. Diesmal eigentlich nicht Proxy, sondern alles bei ihm zu Hause. Und es gibt sogar noch einen zweiten Pylon. Und das ist eben noch die alte Version der Karte. Da sind die Debris hier noch zugänglich. Das heißt, man kann hier noch durch die Rocks brechen in die Mainbase. Und es kommt hier tatsächlich zuerst das ein Immortal. Weitere Stalker kommen mit dazu. Gleiches Warp geht vor. Das heißt, hier gibt es dann auch schnelle Warpens. Und das reicht den SOS auch aus. Reinforcement-Punkt. Immortal ist zur Hälfte fertig. Bian hat nicht wirklich viel gesehen. Setzt jetzt gerade einen Scan. Sieht in der Mainbase, dass sich die Gates aufklappen. Dass da sonst nicht wirklich viel steht. Ja, weil die ganze Army steht bereits vor ihm, vor der Basis. Eine Widowmine hier ist eingebuddelt, das ist kein Observer im Bau. Erste Mortal kommt gleich, mal sehen, was danach reingeschoben wird. Ein Observer, heißt auch die Widowmine wird hier Probleme kriegen. Probe hier kommt mit, kann vielleicht die Widowmine tanken. Ja, Probe tankt hier sogar, die Widowmine. Ein Stalker wäre sogar noch vorwärts gelaufen. Bunker direkt down und SOS direkt reingebrochen. Marines getötet, Bunker down. Widowmine zweite löst nochmal aus, aber auch noch auf einen Stalker. Und Bian jetzt hier mit großen Problemen. Die Protoss-Armee ist einfach richtig mächtig mit der Mortal-Unterstützung. Weitere Warpens kommen hier unten. Observers mit dabei, damit auch die Widowmines nutzlos. Liberator wird hier gerade verzweifelt gebaut. Bian zieht seine SCVs zusammen. Muss das jetzt hier irgendwie halten. Er hat sein Medi weg, aber einfach Marines ohne größere Upgrades sind gar nicht so effizient. Das heißt, dort geht sie schon mal down. Dafür stammen jetzt hier mehr und mehr SCVs. Die Widowmine löst nochmal aus, killt hier in der Depp. Und der Stalkerball mit Immortal-Unterstützung lebt immer noch. Marines hier, da wird sogar die Barracks nochmal geliftet. Barracks ist hier hart angeschlagen, damit keine Marine-Produktion mehr möglich ist. Sobald die tot ist, ist jetzt hier tot. Also es gibt keine weiteren Marines mehr. Liberator ist immer noch nicht da. Weitere SCVs werden mit draufgezogen. Die Stalkers hier nehmen doch mehr und mehr Schaden. Es sterben hier nach und nach einige Stalker. Liberator kommt gleich nochmal mit dazu. Aber Bian hier in großen Problemen. Verliert hier mehr und mehr SCVs. 12, 10 SCVs hier nur noch übrig.
Und jetzt hier geht es nochmal auf die Marines. Der Liberator hier hat direkt Shots abbekommen. Die Stalker jagen den hier einfach durch die Marines durch. Liberator tot. Keine Army mehr wirklich da. Einzig das Mediac mit einem Marine noch geladen. Das zweite CC fliegt auch wieder zurück in die Membis. Es geht in die letzten SCVs und Biang hat hier nichts mehr. Er ist gebrochen. Er hat noch einen Panzer. Aber einfach zu viel Masse da im Mortal da. Der Panzer tut nichts. Und damit SOS kann sie durchsetzen. Es kommt nochmal ein Scan hier von Biang. Möchte es nicht wahrhaben, aber er hat leider das Finale hier verloren in Spiel Nummer 6. SOS macht hier klar mit einem 4:2. Das GG kommt von Björn und damit ist SOS der Champion der IEM Taipei. Muss wirklich sagen, kaltblütig. Der Typ hat in jedem Spiel einfach irgendwas aus seiner Hinterhand gezogen. Irgendwas hat er immer gehabt als BO, was er irgendwie anwenden kann. Am Anfang war er sehr, sehr greedy, danach wurde er sehr, sehr aggressiv. Björn konnte sich zwei Karten erkämpfen, aber SOS hier stark, stark unterwegs. Verdienter Sieg für ihn hier, für Björn. Sehr, sehr enttäuschend, muss man sagen. Ich denke, er hat sich viel darauf erhofft, dass er dieses Turnier gewinnen kann. Er kam eben auch sehr weit bis ins Finale. Platz 2 immerhin für ihn. Der hat dann danach, einen Tag später, direkt Spiele in SSL und GSL gehabt. Also Björn hier wirklich mit dem heftigen, heftigen Zeitplan an Spielen. Ja, somit ist SOS der Champion. Das beschließt die ganzen Replays aus IEM Taipei. Das war komplett alle Spiele. Als nächstes gibt es Replay Packs. Mal sehen, von wem genau. Das ist alles vorproduziert. Auch dieses Replay, das ihr hier gerade seht, weil ich zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr zu Hause bin. Aber euch natürlich weiter mit Videos versorgen möchte. Mal sehen, was es als nächstes gibt. Das dürft ihr euch einfach überraschen lassen. Das wird ein relativ kurzes Video dieses Mal. Passiert einfach so, das ist das letzte Spiel und ich werde jetzt hier kein anderes Spiel aus einer anderen Serie noch mit dranhängen. Macht einfach wenig Sinn. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat diese Serie, dieses Turnier gefallen. Dafür könnt ihr gerne Like, Abo oder Kommentar geben. Würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Replaycast. Macht's gut und ciao.